Herzlich willkommen zum ersten Podcast für Deutschland und Peru, Mi Peru Business, der Menschen interviewt mit einer Liebe und Nähe zu Peru und die Peru und Deutschland weiterbringen und voranbringen. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuschaust bei YouTube oder zuhörst bei Spotify, iTunes oder auf anderen Kanälen. Bitte denk daran, dass diesen Podcast auch gerne weiterzuteilen, damit auch noch andere Menschen daran partizipieren können und erfahren können, wie schön und reichhaltig Peru ist und was es alles für Chancen bietet. Schön, dass du dabei bist, egal ob in Peru, in Deutschland oder wo auch immer auf dieser Welt, unabhängig davon, ob du gerade in Lima auf den Strand schaust, in Deutschland irgendwo vielleicht bügelst oder im Flugzeug unterwegs bist, was auch immer du gerade tust. Schön, dass du dabei bist. Mein heutiger Gast finde ich ein ganz besonderer Gast und es ist für mich eine große Ehre, ihn hier zu haben. Die Anmoderation ist geboren in der Nähe von Bonn, dann über Aachen, Barcelona gekommen, also Richtung Studium Wirtschaft, Sozialwissenschaft, dort auch promoviert, Alumni von Stanford in Kalifornien. Wer kennt nicht Palo Alto heute? Und dann ging es weiter, ein Medienspezialist, also wer im Internet den Namen Google oder nachschaut, findet ganz, ganz viele Informationen. Und 30 Jahre Cheflektor, Verlagsleiter, Geschäftsführer, jetzt in Oberbayern wohnen, in München am Ammersee und auch Schriftsteller. Und darum geht es, um Schriftstellerische. Das zeige ich gleich, das Buch. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Zeit, Dr. Wolfgang Stock. Vielen Dank, Holger Ehrsam. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen und mit Ihren Zuschauern heute zu kommunizieren. Was ich in Händen halte, alle können das sehen auf YouTube und für Spotify, iTunes sage ich es gerne nochmal, das neueste Buch Cabo Blanco und das Bild alleine macht schon neugierig und der Untertitel mit Ernest Hemingway in Peru. Wer kennt ihn nicht? Ernest Hemingway, Literatur-Nobelpreisträger und glaube ich auch einer der umstrittensten vielleicht Schriftsteller. Ich habe zwei Berührung mit ihm gehabt, nicht persönlich, aber mit seinem Namen. Das erste war, als ich ein Buch las, Wem die Stunde schlägt. Dann habe ich verstanden, dass es um die Zeit in Spanien ging. Und das zweite, als ich auf Kuba war und Kuba ihn als Nationalheld allen Touristen auf dem Tablett serviert hat. Da konnte man alles anschauen von Ernest Hemingway. Ich mich gefragt, ist er jetzt Kubaner? Und wer ist der in dem Buch? Ist da des Rätsels Lösung, wer er ist und was ihn nach Kuba gebracht hat. Aber das bleibt im Buch, damit alle dann nochmal reinschauen. Wie kam es, Herr Dr. Stock, zu Ihrer Nähe zu Peru? Wo kommt das denn her? Also ich war zum ersten Mal 1978 in Peru als junger Student und war sofort begeistert von dem Land, von der Vielfältigkeit. Wenn man die Küste nimmt, die sehr europäisiert ist und ich sag mal auch fast wie am Mittelmeer, dann nehmen Sie das Hochland, wo Sie meinen, Sie wären zwei Jahrzehnte zurückgeworfen, wo sehr stark, ich sag mal, Autarkie herrscht und Kleinbauerntum. Und dann gehen Sie runter in den Regenwald. Das ist eine ganz eigene Welt. Das heißt, Sie haben in Peru drei Klimazonen und nach sich zieht das. Es sind drei Lebensformen, das sind drei wirtschaftliche und soziale Entwicklungsstufen. Ich glaube, diese Vielfältigkeit Perus mit all den Schwierigkeiten, die daraus erwachsen, ist aber zugleich auch der Reiz dieses Landes. Nicht? Also es ist eine ich sage in Teilen ein Freilichtmuseum. Und das hat eine natürlich, wenn jemand aus der Perfektion Westeuropas kommt, ins Chaos von Peru, wird man direkt, emotional gepackt, auf die eine oder auf die andere Weise. Und das Land hat mich in all den Jahren nie kalt gelassen. Und ich war mittlerweile etwa ein Dutzend Mal da. Und ein jedes Mal, das ist das Leben, was in Peru passiert. Unorganisiert, chaotisch, aber von einem Reiz, der einem doch eine Menge an Lebensfreude gibt. Sehr schön.
Wir kommen gleich zurück auf die Zeit wieder in Peru. Sie sind vom Beruf her ja dann in Deutschland unterwegs gewesen, wenn ich die Verlage mir angeschaut habe. Gab es denn dort auch mal eine Möglichkeit, Peru irgendwo mit einzubinden? Was ist der Hintergrund der Frage? Meine Wahrnehmung ist, in Deutschland hat Peru ein bestimmtes Image. Das wird gerne auch in den Nachrichten so weitergetragen. Das ist nicht immer das Positivste. Also das ist lieber Armut und lieber eher Probleme oder chaotische Situationen, anstatt auch diese Schönheit und die Vielfalt zu transportieren. Gab es da Möglichkeiten? Ja, beruflich hatte ich weniger mit Peru zu tun, sondern das war ebenso wie das Buch. Ich bin kein Schriftsteller im Hauptberuf oder im Broterwerb, sondern mache das in meiner Freizeit, am Wochenende, in den Ferien. Und so war es auch mit Peru. Peru war die private Leidenschaft von mir. Und Sie haben recht. Also über Peru wird relativ wenig berichtet, wenn eher negativ. Denken wir an Drogen und Terrorismus und Armut. Wobei mir auffällt, über die letzten 40 Jahre, in denen ich Peru beobachte, es hat sich sehr viel zum Besseren gewendet in Peru. Peru, also diese extreme Armut, die es noch in den 70er Jahren gab, hat deutlich abgenommen. Die Analphabetenquote ist sehr stark gesunken. Perus Wirtschaft hat sich mehr oder weniger gekonnt in die Weltwirtschaft integriert, wenn man das vergleicht. Also nehmen Sie beispielsweise den Agrarsektor im Süden, Tafeltrauben, nicht? Tafeltrauben aus Peru gelten heute als hochwertige Produkte, die gerne auch in den Läden Deutschlands oder Europas gekauft werden. Vor 40 Jahren spielten Tafeltrauben aus Peru null Rolle. Da hatte Chile den Markt sehr für sich unter Kontrolle. Und nur wenn es einen Nachfrageüberhang gab, dann ist man gnädig auf die Exportfirma Peru zurückgekommen und hat sozusagen dann die Spitze abgedeckt. Aber heute gelten die Tafeltrauben als Spitzenprodukte. Ebenso wie Anne, die Baumwolle beispielsweise im Norden Perus. Peru-Baumwolle gilt in Fachkreisen als sehr hochwertig, weil sie sehr starke Fäden hat. Also Peru hat sich sehr gemausert. Sie sehen das auch, wenn Sie nach Lima kommen. Nicht? Miraflores ist heute ja so ein kleines Manhattan mit seinen Hochhäusern und der Lebensqualität, die Mittelschicht hat sich sehr stark verbreitert im Gegensatz zu früher. Es gibt immer noch Probleme, insbesondere, ich sag mal, Infrastruktur, Bildungswesen. Bildungswesen in Peru ist eine Katastrophe, quantitativ und qualitativ. Gesundheitswesen. Aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen Peru nicht mit westlichen Augen sehen. Das wäre der erste Fehler, den man macht, wenn man als Reisender in dieses wunderbare Land kommt, sondern man muss es mit den Augen der Einheimischen sehen. Und die merken schon, dass seit 20, 30 Jahren hier doch riesige Fortschritte gemacht wurden. Die Währung ist stabil, es gibt keine Inflation, es gibt relativ wenig Arbeitslosigkeit. Die Mittelschicht kann sich heute durchaus was leisten. Also insgesamt muss man sagen, Peru ist ein schwieriges Land, aber ein, wie ich finde, sehr reizvolles Stückchen Erde unter Gottes Himmel. Ja, sehr schön. Lass uns gleich zu Ihrem Buch kommen. Wie es dazu kam, was Sie da erlebt haben, es sind über 300 Seiten. Da ist natürlich für mich die Frage, wie lang braucht man, um so etwas zu schreiben?
Also man braucht etwa 6 Monate, um es zu schreiben, aber man braucht 1,5 Jahre, um zu recherchieren. Also Ja. es war sehr aufwendig, weil diese Hemingway in Peru, das war ein blinder Fleck. Es gab so gut wie nichts in der internationalen Literatur und auch in der nationalen Literatur. Es gab nichts. Ich musste bei Null anfangen und habe fleißig recherchiert über Monate auf 3 Ebenen. Das eine war die Dokumentenebene. Das heißt, ich bin in die Archive reingegangen, zum El Comercio nach Lima. Okay. Es ist eine tolle Tageszeitung, eine der besten des Kontinents überhaupt. Ein großartiges Archiv, da finden Sie viel. Und das war schon toll. Ich habe nach Fotos gesucht, ich habe nach Artikeln gesucht, nach Dokumenten. Also das war die eine Ebene. Die zweite Ebene, das war die Personenebene. Ich habe versucht, Zeitzeugen ausfindig zu machen. Wir reden hier vom Jahr 1956. Ja. Da fand Hemingways Besuch statt. Das heißt, das war vor 60 Jahren. Und ich wollte Personen finden, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die in seiner Nähe waren. Fischersleute, Kapitäne, Matrosen, Barkeeper, Hotelangestellte. Und wenn die dann 25, 30 Jahre alt damals gewesen sind, dann sind sie heute 90. Also schwierig, Zeitzeugen zu finden, aber nicht unmöglich. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich 4 Zeitzeugen gefunden habe. Alle ganz unterschiedliche Personen und deren Informationen haben mir unheimlich geholfen. Und die dritte Ebene, nach der Dokumentenebene und der Personenebene, ist die Ebene des persönlichen Augenscheins. Also ich habe alle Plätze persönlich lange, ausführlich und gründlich mir angeschaut, ob das jetzt Cabo Blanco, Piura, Lima oder auch Kuba oder Paris, Andalusien, was auch immer. Also ich wollte eine sehr detaillierte, aber auch lebendige Biografie über Hemingway ausgehend von Cabo Blanco schreiben. Wie sind Sie auf Cabo Blanco als Thema gekommen? Sie kommen ja auch aus, habe ich verstanden, aus der Hemingway-Sicht. Also sagen, was hat er als Schriftsteller gemacht? So hatte ich den Eindruck, haben auch eine Homepage, die sich damit beschäftigt. Wo kam dann der Link her? Wo kam dann die Motivation her? Der Anstoß? Gab es da etwas, sagen, oh, jetzt schreibe ich ein Buch darüber? Also wenn man Hemingway Biografien liest, so findet man zu diesem Punkt so gut wie nichts. Also die allermeisten, es gibt etwa 3 Dutzend Hemingway Biografien, auch sehr gute Biografien, die allermeisten schreiben nichts darüber, null. Die eine schreibt, Hemingway war im Jahr 1956 für einige Zeit in Peru. Punkt. Ein Satz. Eine andere Biografie hat geschrieben, Hemingway war Fischen in Capo Blanco, Capo mit Okay. P. Also entweder sind die Informationen, die die traditionellen Hemingway-Biografen kundtun, unvollständig oder falsch. Und naja, da mir Cabo Blanco ein Begriff war, hat das meine Neugierde angefacht. Also diesen blinden Fleck, den möchte ich ausfüllen und habe mich dann an die Suche gemacht, an die Recherche und habe dann gemerkt, dieses Nichtwissen, was in den Hemingway-Kreisen besteht, hat wenig damit zu tun, dass es keine Informationen gibt. Es gibt genug Informationen. Es hat sich nur niemand die Mühe gemacht, diese Informationen zusammenzutragen. Ja, und hier sind Sie über 300 Seiten, alle Informationen und Bilder. Wir kommen gleich auf die Bilder zu sprechen, die ich ja sehr beeindruckend finde. Und auch die Geschichten, wie diese Bilder entstanden sind. Weil Hemingway war 56 ja schon ein Star, Weltstar, würde ich mal Er sagen. war vielleicht der berühmteste Schriftsteller seiner Zeit. Vielleicht ist er der berühmteste Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Auf jeden Fall eine öffentliche Figur. Er hat sich ja ins Schaufenster der Welt gestellt mit all seinen
Stärken und auch mit seinen Schwächen. Also er hat daraus nie ein Hehl gemacht, nicht? Aus seinem Maulheldentum, aus seinem Angebertum, aus seinen Säufergeschichten. Er hat es zelebriert wie kein anderer. Er war also keiner für den Poetenturm, sondern er ist in die Welt gegangen. Das muss man ihm sagen. Und ich sage, was für Ihre Zuhörer interessant ist, er war ein durch und durch tropikalisierter Mensch. Er ist Amerikaner, in Chicago geboren, aber er hat so gut wie nie in seinem Heimatland gelebt. Also in seiner Jugend natürlich, aber mit 18 ist er bereits nach Italien, in den Ersten Weltkrieg gezogen. Nicht als Soldat, sondern als Ambulanzfahrer, wurde ganz schwer verwundet, war ein halbes Jahr im Lazarett in Mailand, dann noch monatelang zu Hause in der Reha. Und ist dann 1921 für 7 Jahre nach Paris gegangen. Für 7 Jahre nach Paris. Das hat ihn geprägt, literarisch, menschlich. Nach diesen 7 Jahren in Paris ist er ein Jahrzehnt nach Key West, Südspitze Floridas, was eigentlich auch schon Tropen ist, also näher an Kuba denn an Washington. Und ist dann von Key West mit seiner dritten Ehefrau für 21 Jahre nach Kuba gezogen, in ein Landgut, Finca Vigía, im Süden von Havanna. Und ist dann nur sozusagen dann seine zwei letzten Lebensjahre ist dann zurück, in die USA, aber das hatte eher medizinische Gründe. Also hier haben wir einen Mann, der Amerikaner ist, von den Amerikanern verehrt wird, aber im Grunde genommen nie in Amerika gelebt hat. Oder wenn Sie daran denken, Ernest Hemingway hat für Der alte Mann und das Meer den Nobelpreis für Literatur bekommen, 1954. Dieser Roman handelt von einem kubanischen Fischer, von einem Jungen, Manolin, der ein kleiner Kubaner ist. Der Roman spielt in einem kubanischen Fischerdorf. Er spielt auf dem Meer vor Kuba. In diesem Roman ist alles kubanisch. Nur eines nicht. Der Autor. Er ist Amerikaner. Also es ist eine schildernde, aber hochinteressante Figur, die wir da mit Ernest Hemingway haben, der uns ja noch heute beschäftigt. Also irgendwas muss an dem Mann dran sein, dass er einen heute noch so packt. Und wenn Sie schauen, wie er auf Kuba verehrt wird, also mir fallen wenig andere Autoren ein, die eine solche Position innehaben. Für Kuba hat Ernest Hemingway weltpolitische Bedeutung. Das hat Fidel Castro noch selber eingefädelt damals. Sie wissen, es gibt ein Wirtschaftsembargo und die Kubaner leiden sehr unter diesem Wirtschaftsembargo. Und ich sage mal überspitzt, Ernest Hemingway ist oder war für Fidel Castro die letzte funktionierende Brücke zwischen USA und Kuba. Und wenn man so will, wollen die Kubaner mit ihrer Verehrung für Ernest Hemingway auch zeigen, schaut mal, wir verehren euren Nationalschriftsteller. Also so schlimm kann das mit unserem Sozialismus ja gar nicht sein, nicht? Und dann gibt es einen sehr profanen Grund, weshalb Hemingway von offizieller Seite so gepflegt wird. Er hat die Aufgabe, amerikanische Touristen nach Kuba zu bringen. Also sehen, Hemingway ist mehr als ein Schriftsteller, er ist fast eine Figur der Zeitgeschichte. Das ist höchst selten. Gleiches ist im Übrigen schon in den 30er Jahren in Spanien passiert, während des Bürgerkriegs. 56 Nobelpreis
54 Nobelpreis. 54 Nobelpreis, 56, dann das, was immer wieder ja passiert, dass Bücher verfilmt werden sollen. Und da, ich hält's den Hals nochmal hoch, so, da geht er sozusagen auch war ja der Anlass, dass er in Peru war, um dort die Fische, so wie wir sie hier sehen, die es in Kuba, vor Kuba halt nicht gab, hier in seinem Roman gab, aber nicht reell, dann in die Wirklichkeit zu bringen und das als Film dann in die Kinos der Welt. Viel spannender ist natürlich, was war dann, was ist alles in Lima oder in Peru passiert, wie war die Situation damals, 56, eine völlig andere politische Situation, andere Verhältnisse und was hatte damals Peru für einen Ruf und auch Cabo Blanco? Was ist Ihnen da alles begegnet? Also Cabo Blanco hatte zur damaligen Zeit unter Sportanglern einen legendären Ruf. Das hängt damit zusammen, dass in Cabo Blanco mit die größten Fische auf dem ganzen Planeten überhaupt vorzufinden sind. Das hängt mit den Strömungen zusammen, nicht? Der Humboldt-Strom, der kühle Humboldt-Strom, der von Süden kommt, endet just in Cabo Blanco. Und vor Cabo Blanco drückt von Norden der Tropikalstrom, der von Ecuador kommt. Und just in dieser Schneise finden sie Riesenfische, weil die Riesenfische, die Haifische, die Schwertfische oder die Marline, die sind im kalten Wasser und gehen an die Schneise des warmen Wassers, wo die kleineren Fische sind. Die Thunfische, die Rusterfische, die Adlerfische, die den Großen als Nahrung dienen. Das heißt, Cabo Blanco ist dafür berühmt gewesen, die größten Fische überhaupt fangen zu können. Also der Weltrekord eines Fanges ist in Cabo Blanco gemacht worden im Jahr 1953. Ein Marlin, ein schwarzer Marlin von 1560 Pfund. 1560 Pfund. Das war der größte Fisch, der jemals mit einer Angel geangelt wurde, also mit Menschenkraft, ohne Hilfe von Maschinen. Dieser Rekord von 1953 steht noch heute. Also dieses Cabo Blanco hat einen legendären Ruf, als Stätte für, muss man so sagen, die Elite oder die Oberschicht oder die amerikanischen kaufkräftigen Angelsportler. Also das war legendär und das Filmteam wollte große Fische aus dem Meer fischen oder sie bei ihren Pirouetten filmen. Und Hemingway wollte das ein Stück überwachen. Das hat er sich vertraglich bei Warner Brothers ausbedungen. Aber er wollte natürlich auch selber fischen. Also er ist ja ein kleiner Angeber oder vielleicht auch ein bisschen größerer Angeber. Und er wollte also einen Riesenfisch. Also seine Zielmarke war 1000 Pfund, ein Fisch. Er sagte immer, ich will einen von 1000 Pfund fangen. Und deshalb ist er nach Cabo Blanco gekommen. Der Untertitel des Buches ist vielleicht gar nicht so korrekt, weil es heißt mit Ernest Hemingway in Peru. In Peru war er schon, aber er war nur in Cabo Blanco. Man muss sich das vorstellen. Hemingway war 5 Wochen in Cabo Blanco und hat keinen Fuß außerhalb von Cabo Blanco gesetzt. Also er ist nicht nach Lima, nicht nach Cusco, nicht nach Machu Picchu. Er ist noch nicht mal in die Provinzhauptstadt Piura oder nach Talara oder nach El Alto, das ist die nächstgrößere Stadt, sondern er ist nur in diesem Fischerdorf geblieben. Ein winziges Nest, muss man so sagen, 500 Einwohner, wo die Zeit stehen geblieben ist, also noch heute. Also ein Geheimtipp, will ich sagen, für Leute, die so ein bisschen abseits der Touristenrouten sich bewegen wollen. Ja, seine Frau war ja in Lima, hatten Sie recherchiert, beim Empfang, glaube ich, des amerikanischen Botschafters. Also sie hat sich sozusagen mal herausgetraut.
So ist es, ja. Er hatte eine ganz patente Frau, bodenständige Journalistin, die, ich sage mal, für ein Stück Bodenhaftung bei ihm gesorgt hat, weil er, hätte er diese Frau nicht gehabt, wäre er vollkommen abgerutscht. Aber wie immer im Leben, also Hemingway ist eine Person mit zwei Gesichtern, nicht? Auf der einen Seite war er ein hochgeneröser Mensch. Er war jemand ohne jeden sozialen Dünkel, der sofort mit Menschen in Kontakt kam, auch in Cabo Blanco. Und der auch nicht groß gefragt hat, welche Hautfarbe jemand hat und wie dick das Portemonnaie ist oder welche Schulbildung er gehabt hat, sondern also zu seinem Freundeskreis gehörten Fischer, Bootsleute, Kneipiers. Also er war von einer sympathischen, unstandesgemäße Offenheit anderen Menschen gegenüber. Er war überaus generös, er hat geholfen, ohne so eine große Glocke zu hängen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Kollegen doch zu kämpfen hatten, hat er auch mit Geld geholfen. Also das war sozusagen seine positive Seite. Und die negative Seite ist Choleriker, jemand mit Wutausbrüchen, der dieser wunderbaren Frau Mary Rotwein ins Gesicht geschüttet hat oder die Schreibmaschine seiner Frau, sie war Journalistin, zertrümmert hat. Also es ist ein Mann mit zwei Gesichtern und beide Gesichter, das Positive wie das Negative, hat er voll ausgelebt. Also es ist eine Wundertüte für einen Schriftsteller, sich dieses Leben anzuschauen. Sein Aufenthalt in Cabo Blanco, kam er mit dem Flugzeug an, aus den USA mit Zwischenstopp. Und der Norden Perus ist ja auch relativ heiß. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen so großen Unterschied zu Kuba aus. Vielleicht die Luftfeuchtigkeit, kann ich mir vorstellen, die könnte unterschiedlich sein. Und dann gab es, das war natürlich, also er war ja die Person der Epoche und natürlich alle Journalisten hatten ein Interesse, da nah dran zu sein. Und ich hatte so verstanden, dass El Comercio das geschafft hat, da relativ nah dran zu sein. Und sie hatten, glaube ich, auch noch mit dem Journalisten dann als Zeitzeugen gewinnen können. Ich glaube, und dann einige Monate nach dem Gespräch, was sie hatten, so hatte ich das verstanden, ist dann der Zeitzeuge leider verstorben im hohen Alter, um die 90 oder sogar darüber. Was war denn das für ein Moment für Sie, als Sie ihn dann vis-à-vis gegenüber saßen? Ja, das war Mario Saavedra vom El Comercio, der als junger Journalist, als Enviado Especial vom Comercio von Lima nach Cabo Blanco geschickt wurde. Und er war 8 Tage ganz in der Nähe von Hemingway. Und Hemingway hat ihm 2 große Interviews gegeben. Normalerweise gibt er gar keine Interviews. Also er hat da sehr gegeizt, aber bei Mario ging das wunderbar. Sie standen jeden Abend an der Theke. Und also Mario war eine wunderbare Quelle für mich und in den 2 Jahren, wo wir miteinander gesprochen haben, hat sich auch eine Freundschaft zwischen uns entwickelt. Mario ist später übrigens ein großer Journalist in Peru geworden. Er war Pressechef von dem Präsidenten Belaunde Terry, okay, in seiner ersten Regentschaft. Und ist dann später zu Caretas, dem Wochenmagazin, gegangen. Also ein wunderbarer Mensch. Und er hat mir sehr viel zu Hemingway erzählt. Ebenso wie die 3 anderen. Also ich habe 2 Fischer, zwei Fischersleute. Einmal Rufino Tume, das war der Kapitän des Bootes von Ehefrau Mary. Und Maximo Jacinto. Jacinto war der Carnalero. Der Carnalero, die Carnada, ist der Köder. Und er war der Köderpräparator auf Hemingways Schiff. Und interessant ist, was diese beiden Personen zu Hemingway sagten. Also man muss sich vorstellen, Maximo Jacinto ist nach der 4. Klasse abgegangen von der Schule. Und dann beim Vater, der ebenfalls Fischer war, in die Lehre gegangen.
Also Schulbildung vollzieht sich nicht wie in Europa üblich, sondern anders, nicht? Also vom Vater auf den Sohn und vom Sohn auf den Enkel. Aber im Grunde genommen sind diese Leute, auch wenn sie über eine formale, kurze Schulbildung verfügen, Meister ihres Faches. Mhm. Nämlich, keiner kennt das Meer so gut wie sie, weil sie das mit zehn, zwölf Jahren an gelernt haben. Und diese Fertigkeit hat Hemingway beispielsweise bewundert. Mhm. Nicht? Also Hemingway hat, ich sage mal, kein Studium bewundert. Hemingway war übrigens jemand, der an keinem einzigen Tag seines Lebens an der Universität war. Also ist direkt von der Highschool in den Journalismus gegangen. Mhm. Und das merken die Fischer natürlich. Rufino Dume hat mir gesagt, also Hemingway hat uns Respekt gegeben. Mhm. Er hat uns respektiert, obwohl er, ich sag mal, der Nobelautor war und wir sind einfache Fischer. Aber er hat uns respektiert. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb Hemingway auch heute noch gerade auch bei einfachen Leuten so populär ist. Nicht? Er hat keine soziale Schranke gesehen, obwohl er, ich sag mal, in einer ganz anderen Welt zugange war. Nicht? Er Nobelpreis, Pulitzerpreis, mhm. Er war vielfacher Millionär, ein sehr reicher Mann. Mhm. Aber er konnte wunderbar in diese Welt der Fischer und Bootsleute eintauchen. Also manche haben gesagt, eigentlich ist er ein Matrose, der Schriftsteller geworden ist. Schön. Ja, das waren die Augenzeugen. Und dann gibt es die Geschichte der deutschen Fotografin, die eigentlich gar nie nach Peru und Lima, also nicht dauerhaft wollte. Und die Bilder dann, das habe ich verstanden, in Deutschland wieder auftauchten oder die Nachfahren der Dame. Wo haben Sie dann die Bilder noch finden können und wo hatten Sie auch die Rechte, die zu veröffentlichen? Wie war denn da die Geschichte? Ja, das ist eigentlich eine Geschichte in der Geschichte. Also wenn Sie das Coverfoto nehmen, also dieses wunderbare Foto, ja, und Sie sehen übrigens, es gibt ja von Hemingway viele Fotos mit Fischen und Sie sehen, der Kenner sieht direkt, welches aus Cabo Blanco ist. Nämlich am Hintergrund, Sie sehen hinter den Wüstenberg. Nicht? Also Sie sehen keine Tropen, Sie sehen nichts Grünes, Sie sehen keine Palmen. Und das haben fast alle Fotos aus Cabo Blanco, dass man das Graue der Wüste, die Wüste von Sechura, das wird ja immer noch vom Humboldt-Strom dominiert und die Subtropen fangen ja dann, ich sag mal, ein bisschen weiter oben an bei Tumbes oder Machala, Ecuador. Mhm. Und während ich recherchierte, merkte ich, dass die besten Fotos aus Cabo Blanco mit Hemingway von einer Fotografin namens Modeste von Unruh stammen. Und die haben Sie gefunden dann in El Comercio beispielsweise? Wie sind die habe ich in Büchern gefunden, Bücher, in okay. Biografien von Hemingway, im El Comercio nicht. Ich habe gesehen, dass Modeste von Unruh mit Hemingway auf dem Schiff war. Mhm. Also sie konnten nämlich an Bord Fotos sehen, also von gefangenen Fischen oder Hemingway im Angelstuhl an der Angel oder Hemingway bewegt sich über das Boot. Also das heißt, die Fotografin muss an Bord gewesen sein. Und das ist eine Ehre, die Hemingway so gut wie nie einem Fotografen zuteil werden ließ. Er wollte auf dem Meer seine Ruhe haben. Aber diese Fotografin hat es geschafft. So, das heißt, mein Ehrgeiz war, diese Fotografin ausfindig zu machen, zumal Modeste von Unruh kein peruanischer Name ist, sondern ein deutscher. Ich habe gesucht, Archive gestöbert, Telefonbücher, Internet, alles. Diese
Frau, diese Fotografin, war wie vom Erdboden verschluckt. Ich konnte herausfinden, sie war eine Fotografin, eine deutsche Fotografin, die in Hamburg ein Volontariat bei Tageszeitungen gemacht hat und dann nach Peru gegangen ist, aus Liebe zum Kontinent. Eigentlich wollte sie die Panamerikaner von Kalifornien bis nach Feuerland fahren, ist dann aber in Peru hängen geblieben, hat geheiratet und hat für eine Hamburger Illustrierte Kristall geschrieben. Kristall war damals eine große Zeitschrift, ich sag mal der Vorläufer vom Stern. Wir reden von den 50er Jahren. So, also das war schon eine gute Fotografin, aber ich konnte keine Spur ausmachen und dachte, das ist ja verflixt. Also solch tolle Fotos, aber es muss doch, irgendwie muss ich diese Dame doch auftreiben. Und dann passierte Folgendes. Eines Nachmittags, Sonntagnachmittag, musste ich meiner Tochter eine kleine Notiz schreiben, habe das über Facebook gemacht und sagen, so, letzter Versuch, ich habe alles versucht, was nur zu versuchen ist. Und jetzt schaue ich mal bei Facebook nach. Sehr unwahrscheinlich, dass eine knapp 90-jährige ältere Dame jetzt auf Facebook aktiv ist, aber ich versuche das mal. Und gebe dann den Namen ein, Modeste von Unruh, und zack, kommt mir direkt eine Couch entgegen mit einem Foto und ich erkenne direkt, also das ist sie. Schreibe ihr eine kleine Notiz, liebe Frau von Unruh, sind Sie Modeste von Unruh, Ernest Hemingway, Cabo Blanco 1956, Fragezeichen. Ein Tag später kriege ich die Antwort, ja, das bin ich, wie kann ich Ihnen helfen? So, das heißt, ich habe sie gefunden, sie lebte in der Nähe von Hannover, war noch gut, also sie hatte Probleme, ich sag mal, mit dem Schreiben und mit dem Reden, aber konnte sehr gut Mails noch schreiben und hatte eine wache Erinnerung an die Zeit von Hemingway. Und naja, sie war eben eine großartige Quelle und habe da erfahren, weshalb ich sie nicht finden konnte, weil sie hatte einen anderen Nachnamen. Nicht? Dieses Modeste von Unruh war ihr Journalistenname, aber sie hat dann, als sie später nach Deutschland zurückkam, den Journalismus aufgegeben und war dann nur unter ihrem Ehenamen zu finden, der ein ganz anderer war. Also insofern habe ich sie dann ausfindig gemacht und sie hat mir sehr, sehr geholfen mit Informationen und auch mit Fotos aus Cabo Blanco, die in der Tat sensationell sind. Ja, das war also, wie sie im Buch schreiben, wie sie es geschafft hat, die Frau Modeste auf das Schiff, also in das Terrain zu kommen und aufs Schiff, das muss man sich ja so vorstellen wie ein Club in Lima mit Wachen und so Security, da kommt man ja nicht einfach mal, läuft man nicht einfach mal rein, klopft da und sagt, hier, ich bin's. Das ist ja ganz, ganz anders. Und wenn ein Weltstar dort ist, dann noch mal verschärft, ja. Also sie hat das sehr keck angestellt. Also sie ist einfach reingegangen in den Cabo Blanco Fishing Club. Das war eine damals mondäne Hotelanlage. Also nach heutigen Maßstäben würde man sagen, naja, bessere Jugendherberge. Aber das war schon Luxus für die damalige Zeit. Eben mitten in die Wüste hineingebaut. Und sie ist dann aus Lima nach Talara geflogen und dann in den Cabo Blanco Fishing Club und steht dann plötzlich Ernest Hemingway gegenüber. Sie müssen wissen, Ernest Hemingway hat eigentlich, ich sag mal, eine grundlegende Apathie allen Deutschen gegenüber. Sie wissen, er war im Ersten Weltkrieg schwer verwundet, jetzt nicht von Deutschen, aber von Österreichern, was fast dasselbe ist für ihn. Im Zweiten Weltkrieg hat er die Gräuel erlebt, die Schlacht am Hürtgenwald beispielsweise. Er ist nach Aachen einmarschiert, nicht als Soldat, sondern als Korrespondent. Also er hat eine ziemliche Abneigung gegenüber Deutsch und Deutschsein, was ihn aber nicht ab,
hielt, mit Deutschen Freundschaft zu schließen. Sie wissen, Marlene Dietrich war eine enge platonische Freundin von ihm über Jahrzehnte. Und nun kommt eine Fotografin aus Hamburg. Und Modeste von Unruh stellt sich vor, ich bin so und so, er stellt sich auch vor. Und naja, dann kam ein bisschen natürlich wahrscheinlich auch wieder der Freund der Frauen durch. Und da sagte Modeste von Unruh: Lieber Herr Hemingway, nehmen Sie mich morgen mit auf Ihr Schiff. Und fügte dann einen Satz hinzu: Ich werde Ihnen Glück bringen. Und das war der Türöffner, weil Glück hatte er bisher nicht gehabt. Er hatte keinen einzigen Fisch gefangen. Und deshalb hat er Modest von Unruh an Bord gelassen. Und die Vorhersage hat sich dann bewahrheitet. An diesem Tag hat Hemingway einen Fisch gefangen, 750 Pfund, glaube ich. Also einen richtig großen Fisch. Und als das passierte, hatte Modeste von Unruh freie Hand. Sie konnte Fotos machen in allen Lebenslagen von ihm. Und heute ist es ein wahrer Schatz, der da an Fotografien von Modeste von Unruh in Cabo Blanco der Nachwelt erhalten sind. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr spannend, dieses Gespräch. Und das Buch, also ich durchlebe gerade nochmal die einzelnen Kapitel, was Sie da geschrieben haben. Und hier hinten ist auch noch mal wahrscheinlich ein Bild, was vielleicht die Modeste von Unruh fotografiert hat, wurde. Da sitzt ganz natürlich und ganz, ganz aus der Nähe betrachtet. Jetzt ist Cabo Blanco, wir haben ein paar Dekaden zurück. Sie schreiben dann auch in Ihrem Buch, was ist aus dem Ort geworden als solches? Es ist eher wieder ruhiger geworden. Und wann waren Sie denn das letzte Mal dort gewesen? 2017. Und also man muss sagen, der Pazifik vor Peru ist heute überfischt. Nicht? Also durch das Fischereiwesen hat sich industrialisiert. Es dominiert nicht mehr der kleine Fischer, sondern die großen Fangflotten, die peruanische, übrigens die Chinesen auch, die sehr stark im Pazifik fischen. Und das heißt, die kleineren Fische, die haben sich rar gemacht. Und damit ist es auch schwieriger für die großen Fische, ich sag mal so, nahe an Land zu sein, sondern die haben sich weiter zurückgezogen. Also eigentlich ist das, was Cabo Blanco früher war, durch die Industrialisierung des Fischfangs obsolet geworden. Schade, das ist eine untergegangene Epoche. Heute spielt das Sportfischen ebenso wie das, ich sag mal, Kleinfischertum so gut wie keine Rolle, sondern es gibt halt Pesca Peru und die großen Kooperativen und das ist leider untergegangen. Was aufgeblüht ist der Tourismus. Heute ist dieser Küstenstreifen im Norden von Tumbes bis im Süden, bis Talara im Süden, ein Streifen von 200 Küstenkilometern mit wunderbaren Seebädern wie Zorritos, Punta Sal, Mancora, Lobitos, Cabo Blanco, Colan. Von einem Tourismus, der noch in den Kinderschuhen steckt, infrastrukturell. Also es gibt keine Hochhäuser, keine Bettenburgen wie in Cancun, sondern kleine Herbergen. Und das blüht auf, international nicht, aber national. Also viele Limeños zieht es im Sommer, der ja unser Winter ist, in den Norden, in normalen Zeiten, muss man sagen. Und das ist eine große Chance für Peru, weil, ich sag mal, der Tourismus in Peru doch sehr fokussiert ist auf
Cusco und Machu Picchu. Und hier wäre die Chance, dass der Norden sich infrastrukturell in einer gesunden und nachhaltigen Art und Weise als Tourismuszentrum entwickeln kann. Ja. Ja, Sie schreiben ja auch nochmal im Buch, welche Aktivitäten es gerade gibt in der Nähe von Cabo Blanco mit nachhaltigem Tourismus, dass es ja auch da nochmal Initiativen gibt. Wo kann man denn Ihr Buch überall bekommen? Für alle, die da hineinschauen möchten, was ich sehr ans Herz lege, also wer Hemingway kennt, für ihn, für die Person ist es Pflichtlektüre aus meiner Sicht, wer ihn nicht kennt, ein wunderschöner Weg, auch Hemingway kennenzulernen, weil sie ja immer wieder referenzieren auf seine Zeit in Paris, in Europa, in Spanien, auf Kuba und wie er als Mensch war, auch als er den Nobelpreis bekam und dann ja nicht nach Europa flog, um ihn so in Anspruch zu nehmen oder ihn persönlich abzuholen. Und die Prämie, die er bekam, dann, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verschenkt hat an andere. Also das alles, wer Hemingway kennenlernen möchte, ist hier genau richtig. Und natürlich für alle, die Peru kennen, lieben, dann nochmal zu schauen, wie gut kennt man wirklich Peru? Also wer kennt schon Cabo Blanco mit diesen Ereignissen, die Sie beschrieben haben? Wo kann man überall Ihr schönes Buch bekommen? Ja, also mein Bestreben war, nicht nur ein Buch über Hemingway zu schreiben, sondern auch ein Buch über Peru, auch ein Buch über Cabo Blanco. Ich wollte auch, wenn ich das so sagen darf, den Fischern, den Fischersleuten und Bootsleuten am Pazifik ein kleines Denkmal setzen, weil die werden immer vergessen, nicht? Man sieht den großen Hemingway, aber Hemingway würde nie funktionieren mit all den Personen, die um ihn herum sind. Mhm. Insofern ist das eigentlich oder keine Glorifizierung von Ernest Hemingway, sondern Ernest Hemingway in seiner Welt, nicht? Mhm. Wo er sich wohlgefühlt hat. Und wer sich für Peru begeistert, hoffe ich, dass er sich auch für mein Buch begeistert. Das Buch können Sie über jede Buchhandlung bestellen oder über Amazon, die immer einige Exemplare vorrätig halten. Es kostet überschaubare 12,99 Euro, wenn ich ein wenig Werbung machen darf, und hat 364 Seiten. Und ich habe versucht, die Ereignisse von damals sehr detailgenau niederzuschreiben und aber gleichzeitig auch in einem lebhaften Stil. Und ich hoffe, dass man sich da auch ein wenig unterhalten fühlt. Und würde mich freuen, wenn viele das Buch kaufen und mir auch mal ein Feedback geben, was ihnen gefallen hat und oder was ihnen weniger gefallen hat. Sehr schön. Dieses Buch gibt es in Deutschland als Print. Es gibt es auch als E-Book. Das heißt, alle, die Deutsch können und in Peru sind oder wo auch immer auf der Welt, können das ganz einfach per E-Book sich auf ihren Reader holen und haben das dann eine Minute später schon in virtuell in Händen sozusagen, können dann schon loslegen mit dem Lesen. Sehr, sehr schön. So ist es. Ja, und ich hoffe, dass irgendwann auch mal das Buch auf Spanisch oder Englisch vorliegt. Das wird die Zukunft erweisen. Der Buchmarkt ist im Augenblick etwas kompliziert, nicht nur wegen Corona. Aber gleichzeitig haben wir ja auch genug Zeit zu Hause, um ein dickeres Buch zu lesen. Ja, das genau so, Herr Dr. Stock. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Stock, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie dieses Buch geschrieben haben auf über 300 Seiten. Cabo Blanco, Peru, Hemingway oder die andere Richtung, Hemingway, Peru, Cabo Blanco, wie auch immer, mit spannenden, wirklich spannenden Erkenntnissen der Augenzeugen, die Sie treffen konnten. Als ich das las, dann kam mir fast die Tränen, weil das, was muss das für ein Gefühl sein, so viele Jahre danach den Menschen zu treffen, die Hemingway kannten. Das war, und die auch noch getroffen zu haben in dem hohen Alter in Peru, ist es ja auch nicht üblich, ist ja nicht immer zu vermuten. Und sozusagen auch die Journalisten von El Comercio und eben auch die Fotografin, die ihren großen Teil ja auch dafür gesorgt haben, dass das bekannt wurde, dass Hemingway
in Peru war und diese wunderschönen Bilder dann noch hatte. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und für alle, die zuschauen. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie, Holger Ehrsam. War mir ein Vergnügen und danke Ihnen sehr. Sehr, sehr gerne. Für alle hier nochmal die Empfehlung: Cabo Blanco mit Ernest Hemingway im Peru, Dr. Wolfgang Stock, zu erhalten im deutschen Buchhandel, überall oder online als Taschenbuch oder E-Book. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es macht einfach sehr viel Spaß, da noch mehr über Peru und über die Geschichte zu erfahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie. Viele Grüße. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Einen schönen Gruß nach Frankfurt. Dankeschön.